Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Es gibt mega News in Bezug auf Roberto Soldic. Er war gestern bzw. Sonntag ebenfalls bei dem UFC-Event in London. Das ging ja in die Nacht rein und hat dort natürlich auch europäische Präsenz gezeigt. Wir alle wissen, er ist KSW-Doppel-Champion, möchte sogar noch den dritten Gürtel holen. Und nach diesem Kampf, er hat nämlich nur noch einen Kampfvertrag bei der KSW, hatte er vor, beziehungsweise hat er gesagt, ist hoch angepriesen, dass er in die UFC wechseln will. Und jetzt haben wir sehr, sehr interessante Neuigkeiten. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung auf diesem Video da, um nichts mehr zu verpassen. Da sein KSW-Vertrag noch einen Kampf vorsieht, prüft Soldic Optionen für seine langfristige Zukunft. Das setzte sich am Samstag hinter der Bühne, Backstage, bei der UFC Fight Night in London fort. Roberto Soldic und sein Team haben sich zu einem Geschäftstreffen mit dem UFC Chief Business Officer Hunter Campbell in London zusammengesetzt. Das haben jetzt Quellen berichtet, sehr, sehr viele MMA-Seiten und der Manager Jason House von der Iridium Sports Agency am Sonntag bei MMA Junkie. Roberto Soldic hat von vielen, vielen Fights immer wieder abgeliefert. Er ist auf jeden Fall einer der besten Kämpfer der Welt und wahrscheinlich der beste europäische Fighter, den wir momentan haben. Außerhalb der UFC wird Roberto Soldic momentan einfach sehr, sehr hoch angepriesen, indem er zwei KSW-Titel hält und zuletzt Khalidov sehr, sehr dominant besiegt hat in einem hervorragenden Fight in einer super Performance. In 20 Profikämpfen hat der 27-Jährige 19 Siege errungen und gilt als absoluter, entertainender, sehr, sehr großer und starker Fighter am Weltergewicht und als Geheimproblem für die Weltergewichtsdivision in der UFC. Denn viele, viele haben Roberto Soldic in der UFC noch nicht auf dem Schirm, aber wenn er bald kämpfen sollte und jetzt ja wie gesagt auch schon Gespräche mit der UFC hat für potenzielle Fights, ist es klar, dass da wahrscheinlich was Großes in Zukunft auf ihn zukommen wird und er sicher schon einen riesen Fight in der UFC bekommen sollte, wenn er ins Weltergewicht dort wechselt. Die Leute denken immer, dass es nur um die UFC geht, sagte Soldic im Februar gegenüber einem Interviewer. Es ist schwer zu erklären. Die UFC ist zwar die UFC. Es ist die Nummer 1, als ich mit MMA anfing. Da schauten wir nur UFC. Das ist der Traum. Das ist the American Dream, sage ich mal. Wenn ich nach Amerika gehe und mit vielen Jungs Sparring mache, wissen sie, was KSW ist, aber niemand schaut es. In Europa verfolgen sie es viel. Wir haben wirklich gute Pay-Per-View-Zahlen und ein wirklich gutes Publikum voller Fans in der Arena, die immer wieder gefüllt werden. Alles ist gut, weil wir in Europa leben und es eine europäische Organisation ist. Aber in der UFC und in den USA schaut die ganze Welt zu. Du kannst ein großer Star sein, ein Superstar werden. In Europa hast du ein Maximum und das war's. Die USA und die UFC lässt die ganze Welt sehen, wer du bist. Das sind die Aussagen von Roberto Soldic damals gewesen. Jetzt scheint eine Verhandlung zu sein. Es geht endlich los. Ich bin sehr, sehr gehypt. Schreibt mir auch mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.